Im Herzen von Hollywood liegt ein Zauberschloss. Das Mekka aller Magier. Einlass nur für Clubmitglieder. Die kennen die Zauberformel. Mitbegründerin und magische Seele des Schlosses seit 44 Jahren ist Irene Larsen, auch bekannt als Princess Irene. Sesam, öffne dich. Folgen Sie mir bitte. Und jetzt sind wir im Magic Castle, das berühmte Magic Castle. Es ist Freitagnachmittag, also so mehr oder weniger Mittag. Und es ist leger während dem Tag. Am Abend muss man natürlich dembeziehend angezogen sein. Jackett, Krawatte. Und Frauen sollten ein Kleid anhaben. Sie sollten auch aufpassen, denn es spukt im Schloss an allen Ecken und Enden. Da kann es schon passieren, dass der Champagner von Geisterhand verstellt wird. Oder der Partner ganz langsam und unmerklich vor der Bar versinkt. Mein Urgroßonkel, der ist hier. Und ich komme halt von einer ganz verrückten Familie, gell, wie man sehen kann. Bloß manche Leute sagen, man sieht vier Augen, aber ich sehe nie vier Augen, ich sehe zwei Augen. Bill und Irene Larsen bezauberten als Magier die ganze Welt. Ihr Castle wurde rasch zu der Institution in Sachen Illusionskunst. Ich bin in Deutschland geboren, aber war erst ein paar Monate alt. Da sind wir nach Österreich gezogen. Mein Vater war beim Zoll und wir waren an der ungarischen Grenze. Und dann mussten wir leider während dem Krieg, weil es die Russen kamen, mussten wir dann zurück nach Deutschland. Und ich bin immer, ich habe in Deutschland dann gewohnt, an der Grenze, verschiedene Grenzen, bin aber immer in Österreich in die Schule gegangen. Und im Herzen bin ich eigentlich eine Österreicherin. Der Liebe wegen ging Irene 1957 als 20-Jährige nach Los Angeles und hat es nie bereut. Seit dem Tod ihres Mannes ist es etwas stiller geworden in ihrem traumhaften Anwesen in der Nähe des Schlosses. Die aktive Tierschützerin hat immer die große Show geliebt. In ihrem Wohnhaus gibt es sogar ein Privattheater. Was haben wir hier schon gefeiert? Also wir haben wirklich schon, weiß Gott, was für Party gehabt. Also Leute wie Siegfried und Roy, David Copperfield, Doug Henning, also alle, die Namen und Rang haben, die waren schon hier. Auch schon Orson Welles hat hier auf dieser Bühne, hatte Probe hier mit Marlene Dietrich und Rita Hayworth. Das waren seine Assistentinnen. Der Orson Welles war ein guter Zauberer, der hatte eine große Illusionsshow. Wie sie neben der vielen Arbeit ihre zwei Kinder aufgezogen hat, weiß Irene Larsen selbst nicht. Umso mehr genießt sie heute ihre Rolle als stolze Großmutter. Okay, let her do it, let her do it. Wow, Lily, that's wonderful. Wow, look at him. Woo! Naja, jetzt habe ich die Enkelkinder und ich bin gerne Großmutter, wirklich. Das ist jetzt meine große Aufgabe, Großmutter. So sehr sie ihre Enkelkinder und ihre Haustiere liebt, zieht es sie doch noch immer für einige Nächte pro Woche in ihr magisches Schloss. Besonders glücklich macht sie,
dass handgemachte Zaubertricks trotz Computerspielen, Film und Fernsehen jung und alt noch genauso faszinieren wie seit ehedem. Aufgemacht hat das Magic Castle 1963 und es war ein total runtergerackertes Haus. Wir haben das übernommen, die Larsens. Und wenn wir manches Mal 10 Gäste hatten, das war ja ein guter Abend. Und heute haben wir 400 Leute am Abend, mehr können wir überhaupt nicht reinkommen. Und es ist eben gewachsen und wie gesagt, es ist jetzt weltberühmt. Im Zauberschloss verbergen sich ein Restaurant, 3 Theatersäle, mehrere Bars und unzählige Ausstellungsstücke, die an die Erfolge der Larsens und deren berühmte Freunde erinnern. Das hier ist Irma, sie ist unser Geist hier und sie spielt alles, was man fragt. Dankeschön. Irma, do you know some beautiful Viennese waltzes? Es war ein Erlebnis. Mein ganzes Leben war ein Erlebnis.